Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Stellaris Let's Play hier bei Simnox Gaming. Mein Name ist Simnox, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Zur dritten Folge. Wir sind zurück im Königreich der Elfey. Die Reise geht weiter. In der letzten Folge haben wir hier den, nicht ganz so freundlichen Nachbarn getroffen. Die sind xenophob veranlagt, die haben uns direkt die Tür vor der Nase zugeknallt, haben gesagt, nö, wir wollen euch nicht, deswegen haben wir hier dieses kleine Symbol, ein Forschungsschiff wird jetzt momentan im Einsatz vermisst, ist nicht so schön, kommt aber gleich irgendwann wieder. Ich würde sagen, wir starten mal und gucken einfach, wie es weitergeht. Wir sind dabei, Alpha Centauri zu besiedeln, wir sind dabei, hier Wirtschaftszone einzurichten. Das kennt ihr noch aus dem letzten Mal. So, ansonsten, die Jungs sind dabei. Der Jung ist hier oben auf dem Weg mit seiner schnieken Frisur, der gute Angron. So, und der gute, die gute Iris. Die gute Iris geht hier hoch. So, also, was wollen wir auf jeden Fall erreichen? Wir wollen auf jeden Fall versuchen, denen hier möglichst die Tür zuzukriegen. Da ist auch schon entsprechend Betrieb. Also, das Beste wäre eigentlich, wir würden hier hinkommen. Ob wir es schaffen, weiß ich noch nicht. Wir könnten es eigentlich versuchen. Wir könnten eigentlich sagen... okay, führt er bereits aus. Machen wir das jetzt mal anders. Stopp, wir machen das anders. Ich mache das anders. Ich hatte eine Befehlskette vergeben beim letzten Mal. Ich unterbreche die jetzt und sage, erst hier die Sternenbasis bauen. Diese ganzen Ressourcen können wir alle einsammeln. Oh, abgestürztes Schiff. In Epsilon Eridani. Epsilon Eridani ist dort, wo es haufenweise Mineralien gibt. Auf diesem Asteroiden ist eine Art Raumschiff abgestürzt. Das Schiffswrack befindet sich noch immer im Einschlagkrater. Ja, schauen wir uns das mal an. Ja, 120 Tage ist okay. Manchmal lohnt es sich ja, Anomalien zu übergehen und die erst später zu machen. So, da ist unser anderes Schiffchen wieder. Den lassen wir jetzt einfach mal weiter erkunden. Ich sag mal hierhin, dann dahin und dann soll der einfach mal sich hier runter bewegen. Und dann gucken wir mal, was hier unten so ist. Also mein Hauptziel wird sein, denen hier die Tür zuzumachen. Wir sind xenophil. Die sind xenophob. Die haben deswegen die Grenzen sofort geschlossen. Es wäre natürlich gut, wenn wir jetzt hier einen Fuß reinkriegen würden. Weil dann hätten wir noch die Tür auf nach hier unten. Wenn die hier sich zubauen, kann ich nur in die Richtung weiter. Oder irgendwie hier drüber weg oder drumherum. Ist nicht optimal. Gucken wir. Wir werden es rausfinden. So. Ich glaube, den Stern hier hatten wir uns angeguckt. Seht es euch an. Ein schwarzes Loch. Ein Mikroquasar, der dem Klasse-G-Superriesen die Energie absaugt. Es ist immer wieder schön zu sehen. Ich weiß nicht, ob wir es beim letzten Mal geguckt haben. Die letzte Folge ist ja schon etwas her. Bei euch nicht so lang. Bei mir ist sie schon etwas her. Aber es ist immer wieder ein schöner Anblick. Wunderschön, wunderbar. Boah, auf diesen Planeten freue ich mich schon. Beziehungsweise auf dieses System. So, die Enelis Starfleet. Mit Stachelklasse-Korvetten und Anond-Klasse-Korvetten. Wir haben, wenn ich mich recht entsinne, genau, einen der Grey Disciples haben wir erwischt. Und einen haben wir schon vernichtet. Und wir haben strategische Ressourcen auf einem Asteroiden gefunden, nämlich hier im Aliot-System. Aliot? Aliot? Ich kann es nicht lesen, ich bin blind. Aliot-System. So. Schauen wir, wie es weitergeht, liebe Freunde. Ah, ich habe richtig Lust. Und die nächste Tradition ist fällig. So, wir haben einen Traditionenbaum vollständig. Also einen Traditionenbaum im Traditionenbaum sozusagen. Bevor wir das machen, lesen wir uns das hier durch. Abgestürzter Erzfrachter. Nach der Identifikation einer Anomalie im Gravitationsbereich von 2195-112 hat die Limibri das zerschmetterte Wrack eines uralten Superfrachters entdeckt, der tief in der Asteroidenkruste begraben liegt. Da der Mineralreichtum des Asteroiden deutlich höher als normal ist, muss der Frachter voll beladen gewesen sein. Hervorragend! Wir kriegen mehr Mineralien, weil es gibt ja noch nicht so viele da. So, jetzt können wir uns überlegen. Wir haben Exploration komplett gemacht, kriegen einfach, ja, lecker Schmecker Sachen. Jetzt könnten wir sagen, wir machen erst Academy, dass wir sagen, okay, Leader Cap erhöht, Research und Leader Experience Gain um 25% und Archäologien werden 50% schneller vorangetrieben. Das möchte ich gerne hinten anstellen, das ist für den Moment nicht so wichtig. Stattdessen möchte ich lieber gucken, was hier Sinn macht. Wir könnten erstmal in Society, da kriegen alle Researcher einen Punkt Unity extra. Dann bewegen wir uns schneller voran. Wir haben aktuell
2. Na gut, dann kriegen wir 2 Forschungspunkte mehr. 2 Einigkeitspunkte mehr, ob sich das lohnt. Auf der anderen Seite, hier sind alle Physikforschungen 10% schneller. Hier kriegt man zusätzliche Jobs. Ich glaube, wir machen das Physics. Ich glaube, das macht für den Anfang am meisten Sinn. Ja, wir machen das hier. Zack, und fangen hier an freizuschalten. Insight Enthusiasm. Physics Research from Researchers increased by 10%. Also 10% mehr Forschungsgeschwindigkeit auf alle Physikforschung. Da wir da solche Sachen wie Schilde oder auch das hier erforschen, schadet das nicht. Wir kriegen einfach ein paar Pünktchen extra. Es lohnt sich. Auf jeden Fall. So, hier wird bald was fertig, da wird bald was fertig. Das dürfte auch gleichzeitig... Ah, es ist nicht unbedingt die erste Forschung, aber eine der ersten Forschungen. Wer seid ihr? Ach, die Tianqi, unsere Kriegsfreunde bei den Tianqi. Die mal eben schnell so eine Great Disciple-Flotte für uns platt gemacht haben. Tja, leg dich nicht mit einem wütenden Weltraumwal an. So, bist du jetzt bald mal da, Senior? Senior Elfay. Dass ich ein bisschen schneller bewegen würde, hätten wir da auch eine Chance voranzukommen. Ich überlege tatsächlich schon, wobei sich das eigentlich nicht lohnt. Doch, es lohnt sich. Wir machen das. Auf der Luma-Station werde ich ein weiteres Konstruktionsschiff jetzt bauen, weil ich werde jetzt quasi den, der fliegt ja hier rüber und baut hier. In der Zeit lasse ich den zweiten, der gerade gebaut wird, hier an ihm vorbeisegeln, bis hier rein. Und sobald der hier gebaut hat, habe ich hier ein Grenzsystem und kann sofort hier eine neue Basis errichten. Genug Einfluss habe ich dafür, um sicherzustellen, dass der mir hier nicht die Tür zubaut. Weil es... Ja, genau. Scheiße, er ist schon da. Er ist schon da. Mist, er ist schon da. Okay, da hat sich der Plan gerade in Luft aufgelöst. Er hat leider schneller gehandelt als wir. Gut, aber da hatten wir jetzt schon fast keine Chance, weil der war quasi schon auf dem halben Weg darunter. Er war nur einen Sprung entfernt, wir waren 2 Sprünge entfernt. Gut, dann ist das so. Oh, was haben wir hier? Ein flüchtiger Scan der Planetenoberfläche von Aliot-3 hat ein schwaches Signal entdeckt, ein schwarzes Signal, das in die Schwärze des Weltraums pulst. Das lassen wir erstmal sein, können wir später machen. Gut, dann lassen wir den jetzt, weil der ja nichts anderes machen kann, lassen wir den stattdessen hier runterfliegen und hier weiterbauen, weil dann holen wir uns umso schneller diesen Planeten. So, was können wir jetzt machen? Wir haben ja freundliche Diplomaten. Die mögen uns nicht und die verschlechtern auch ihre Beziehungen zu uns. Das finde ich nicht so nett. Auch wenn die xenophob sind und uns nicht sehr mögen. Und sie sind auch ein bisschen streitsüchtig. Wir können sie jetzt ein bisschen besänftigen. Und das werden wir auch tun. Denn wir wollen natürlich gerne freundschaftliche Beziehungen zu unseren Nachbarn führen. Die Elfen sind nicht daran interessiert, in irgendeiner Weise direkt Beef mit Leuten anzufangen. Wir werden mal einen Gesandten hier hinschicken. Eher gesagt sogar beide. Die Iriel und den Ealad. Und die werden jetzt mal ein bisschen dafür Sorge tragen, dass die vielleicht ein bisschen besser auf uns zu sprechen sein werden. So, wir kriegen jetzt hier, wie sieht's aus, neuer Kontakt. Da, wir kriegen plus 2 pro Monat Beziehungen verbessern. Schauen wir mal, wie wir das hinbekommen. So, Biologieforschung. So, jetzt ist die Frage, Ökosimulation oder die Entfernung vom giftigen Seetang oder doch die Hydrokulturfarm? Wir produzieren im Moment relativ viel Nahrung. Ja, ich weiß, ich habe noch nichts ausgewählt. Wir machen Ökosimulation, da produzieren unsere Landwirte mehr Essen. Mehr Nahrung haben schadet nicht. Vielleicht können wir auch Nahrung mit anderen teilen. Denn wir sind ja ein freundschaftliches Volk. So, der baut sich jetzt hier runter, der baut hier zu. Das wird natürlich gleichzeitig dann auch die erste... der erste Punkt, wo wir eine Sternenbasis errichten werden, zusätzlich, weil, ja, hier Grenze an Grenze mit jemandem, der potenziell unangenehm werden könnte, weil er uns vielleicht nicht mag, das wollen wir natürlich vermeiden, dass der uns jetzt irgendwie hier ins Gesicht springt. Die Nachbrenner. Ne, hier machen wir die energiebetriebenen Exoskelette, ich guck mal gerade. Okay, nee, dann machen wir das so. Ja, wir wollen ja nicht, dass der uns ins Gesicht springt und wir es nicht verteidigen können. Deswegen werde ich da auf jeden Fall eine Grenzstation errichten. Die werde ich auch entsprechend dafür bauen, sozusagen.
So, jetzt muss ich mal gerade gucken. Der geht hier lang. Der geht dort lang. Ich stopp mal eben die Zeit. So, der erkundet sich mal hier nach oben. So. Der erkundet sich dort entlang. Und da geht's weiter, weiter, weiter. Dorthin. So, hier der kriegt jetzt die Aufgabe, hier lang zu gehen zum Erkunden und sich dann stattdessen darunter zu bewegen. Und dann schauen wir uns einfach mal um, was da ist. Der hier hat noch Aufgaben. Ich kann schon mal weiterlaufen lassen. So, so, so. Und dann gucken wir mal, wie es da weitergeht. Der hier ist fertig. Der kann jetzt hier Bergbau und Forschungsstation errichten. Und wir gehen auch direkt hin und rüsten diese Station zum Sternenhafen auf. Um hier direkt dem zu zeigen, du kannst uns zwar die Grenze schließen, lieber Freund. Du kannst auch sagen, ja, ich will euch nicht, aber in unser Reich einfallen wirst du nicht einfach so. Dafür leben die einfach schon zu lange, um sich davon überrumpeln zu lassen. So, wir müssen natürlich gucken. Irgendwo hier sind auch noch diese Verräter wieder unterwegs, diese Grey Disciple-Typen. Irgendwo sind sie, wir müssen sie nur finden. Was natürlich eine Möglichkeit wäre, jetzt den hier direkt anzugreifen, aber da wir ein friedliebendes Volk sind, wollen wir das nicht tun. Ich meine, wir sind nicht kriegerisch veranlagt, wir lassen uns zwar nicht provozieren, wir würden uns wehren, klar. Wir lassen uns aber grundsätzlich erstmal nicht provozieren. Irasianisches Konkordat. Merken wir uns. Dort geht's weiter. Wir werden jetzt erstmal uns darauf konzentrieren, uns hier vernünftig aufzubauen. So. Wir haben eine Anomalie. Ui. Aerostatische Strukturen. In der oberen Atmosphäre des Gasriesen Misa 1 treiben unbekannte Strukturen. Sie scheinen sich mit Hilfe der Windströmungen in der Luft zu halten. Oh, schauen wir doch mal. Und wir haben den Edgy Storm. Our exploration of Misa system is going slower than anticipated due to the discovery of spectacular polar storm on Nadortartl. Nadortartl. The storm is perfectly shaped like a pentagon. A very unique pressure and wind process have shaped this near endlessly lasting storm into a perfect geometric shape. Ja, wir haben also einen Sturm, der eine Pentagon-Struktur hat. Warum auch immer. Aber bringt uns Erfahrung für den Forscher und Physikforschung für unsere Forschung. So, der Dude ist auch fertig. Der kann sich danach dann hier schon mal runter bewegen. Klar, er kann noch nicht bauen, weil dafür fehlt uns wieder Einfluss. Aber das dauert nicht lang. So, wir werden jetzt hingehen, da der uns auch die Grenze geschlossen hat und wir Gleiches mit Gleichem vergelten werden, werden auch wir unsere Grenzen für den jetzt erstmal schließen. Einfach, weil ich sehe es nicht ein, dass der sich frei durch meinen Weltraumbereich bewegen darf, wenn er uns verweigert, seinen Weltraumbereich zu durchqueren. So weit geht unsere Freundlichkeit dann doch nicht. Deswegen werden wir das genauso machen und dann kann er sehen, wo er bleibt. Er kann sich dann gerne in die Richtung ausbreiten, aber hier in unserem Bereich, wo wir die Hände drauf haben, da wird er nicht reinkommen. So, ich lasse jetzt mal die Zeit ein bisschen schneller laufen wieder, liebe Leute. Ich könnte mir vorstellen, dass hier womöglich auch eine Route sein könnte. Bin mir nicht sicher. Aerostatische Kolonien. In einer niedrigen Umlaufbahn um diesen Gasriesen herum ist ein ruiniertes Netzwerk aerostatischer Kolonien zu finden, die anscheinend mindestens 3 Jahrtausende alt sind. Ursprünglich scheinen sie der Gasgewinnung gedient zu haben. Nach ihrer Aufgabe aber wurden sie von vielen verschiedenen Rassen und Piratengruppen verlassen und wieder besetzt. Die Kolonien wurden gründlich nach allen auch nur entfernt wertvollen Gegenständen durchsucht. Allein die Tatsache, dass sie sich nach all dieser Zeit noch immer in der Luft halten, macht sie jedoch zu einem interessanten Ingenieurforschungsobjekt. Mit anderen Worten, wir kriegen Ingenieurpunkte aufgrund der Studienmöglichkeit dieses Phänomens. Scorching Gases, also extrem heiße Gase. The temperature of Tau Cygni 4 is several magnitudes higher than what is expected for this type of gas giant. It appears an unusual dense core of an unknown material is producing a lot of heat. The atmosphere is so hot, our probes are unable to reach the inner part of the gas giant to study what the core could be made out of. Also der Gaskrise ist so heiß, dass man den Kern nicht studieren kann. Ist seltsam, aber bringt Ingenieurforschung.
Rekonstruktion abgeschlossen. So, der fliegt da runter. Wie viel brauche ich? Ich brauche... Ah, okay, in der nächsten, im nächsten Monat sind wir soweit. Dann können wir direkt uns hier Cygni sichern. Sonnensystem und vollständig fertig. Weil so viele Ressourcen auf einem Fleck, die muss man einfach nehmen. Ganz ehrlich, man wäre blöd, wenn man es nicht tut. So, jetzt gehe ich als erstes hier hin zu Eta Cassiopeiae. Weil Eta Cassiopeiae eine... Links hat eine dieses Ding da, eine archäologische Stätte. So. Die wollen wir natürlich haben. Weil, warum sollte man sie nicht haben wollen? So, der fliegt da hoch, der fliegt da runter. Wir haben eine Anomalie entdeckt. Die Sensoren melden, dass ein Schiffswrack im Orbit um Tau Cygni B treibt. Hopp. Erforschen wir dieses. Die Erkundung eines Sonnens- ich denke mal, es könnte sein, dass wir da sogar gleich ein Objekt, ein Projekt bekommen. Objekt, Projekt, wie auch immer, Jekt. Okay, da ist kein Übergang. Ja, ist auch nicht ganz auf einer Linie miteinander. Konstruktion abgeschlossen. So, die Sternenbasis ist auch fertig. So, und diese Sternenbasis werden wir jetzt erstmal entsprechend... Also wir gucken jetzt erstmal gerade... Wir haben jetzt ja auch eine Handelsroute hergestellt damit. Wer meine Tutorials gesehen hat, weiß, was ich damit meine. Und wir werden jetzt erstmal das Ding hier mit Feuerkraft bestücken. Ich setze hier jetzt keine Schiffswerft rein, weil direkt im Planeten ein System weiter ist eine Schiffswerft drin. Deswegen werde ich hier voll auf Rumsbums Feuerkraft gehen. Wrack identifiziert. Oh! Unsere Crew an Bord der Ingwine hat berichtet, dass das Schiffswrack von Tau Cygni B das Ergebnis eines unerwarteten gemächlichen Sonnensturms war. Das Forschungsschiff hatte einen Totalausfall und erlitt so schwere Schäden, dass es manövrierunfähig bis in die Schwerkraft von Tau Cygni B driftete. Es gibt keine Überlebenden. Der Frachtraum des Schiffs enthält eine bemerkenswerte Menge an Mineralien. Jedoch warnt der Captain der Ingwine davor, dass die Schiffskonstruktion auf ein maisches Design hinweist. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Mineralien der Marfa Free League gehören und sie könnten daher verärgert sein, sollten wir Anspruch auf die Ladung erheben. Oi, wir könnten jetzt sagen, wir brauchen aber die Mineralien oder wir werden sie zurückgeben. Ich würde sagen, wir erhöhen unseren Einfluss, weil, ja, es kann nicht schaden, wenn einem einer einen Gefallen schuldig ist. Also werden wir sagen, wir geben sie zurück. Sagen aber gleichzeitig hier, wir hätten gerne einen Störfeldgenerator und einen Zielcomputer. Damit schießt die besser und trifft besser die Sternenbasis. Okay, der macht sich hier in dem Cluster breit. Das interessiert uns nicht, wir machen uns da hinten breit. So, der kann im Moment nichts. Kann im Moment nichts machen, beziehungsweise der kann schon was machen. Wir können ihn hier runterschicken und ihn dort die Forschungsstation bauen lassen. Der hier soll jetzt hier, boah, 800. Okay, das ist einiges. Aber es lohnt sich. Ich meine, guck mal, wie viel Zeug hier ist. Also, angefangen bei dem ultrahellen Stern. Das lohnt sich auf jeden Fall. Also, da gehen wir auf jeden Fall positiv raus. Das ist extrem gut. Elfay, wir haben Nachricht erhalten, dass die Fracht unseres Versorgungsschiffes zurückgebracht wurde. Wir möchten euch danken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, sie wiederzubringen, ohne die Notwendigkeit einer magischen Intervention. Ja, tu jetzt nicht so, als wärt ihr hier voll die, voll die Raummacht hier. Seid doch froh, dass wir es zurückgegeben haben. Es war uns eine Ehre. Naja, eine Ehre war es mir nicht. Ich hab's gemacht. So, wir bauen erstmal eine Sternenbasis hier, wenn wir schon da sind, weil die gewonnene, den gewonnenen Einfluss können wir jetzt erstmal nutzen, um uns hier wieder weiter breit zu machen. Denn ich will auf jeden Fall bis hierhin kommen, weil hier ist wieder ein Chokepoint, ein sogenannter. Weil, oh, da oben geht's aber auch noch weiter. Aber wir können hier auf jeden Fall wieder einen Cluster schließen, sozusagen. Dann haben wir diesen Cluster auch gesichert. Hier ist wieder ein Chokepoint. Hier ist ein Chokepoint. Also, da. Oh, die Kolonie ist fertig. So, schauen wir mal. Oh, Alpha Centauri sieht doch lecker aus. Ah ja, hier wohnen die, hier sind die seltsamen Eier, wo wir die Spinnen gefunden haben. So. Roaming Xenomorphs. Geht. Gut, die blockieren uns die Landwirtschaftsdistrikte. Jetzt müssen wir uns mal kurz überlegen, was machen wir. Wir haben hier einige Bergbaudistrikte. Das würde also für eine Bergbauwelt sprechen. Wie sieht's hier aus? Hier haben wir deutlich mehr Landwirtschaftsdistrikte. Das heißt, hier würde es Sinn machen, eher auf die Landwirtschaft zu gehen. Heißt, wir werden versuchen, hier die Distrikte frei zu bekommen. Dafür müssen wir Geländefeldblocker entfernen. Und zwar diesen... Oh, Gasextraktionsbrunnen. Lecker. Okay, wir müssen auf jeden Fall diese Distrikte hier wegbekommen. Den, den und den. Die hier noch nicht mal unbedingt. Aber die hier müssen wir machen. Den giftigen Seetang und den dichten Dschungel.
Für den Moment werden wir jetzt erstmal uns damit begnügen, einen Bergbaudistrikt zu errichten, damit die Leute erstmal Arbeitsplätze haben. Hier sieht man in dem kleinen Symbol, ich habe jetzt auch Möglichkeiten... Fall mir nicht ins Wort, Mann! Ich habe jetzt auch Möglichkeiten, das Ganze abzubauen oder abzutragen, die Geländefeldblocker. Das möchte ich aber erstmal nicht machen. Schicke Frisur, Latri. Läuft. Scans von Tau Cygni II weisen auf verlassene Siedlungen einer primitiven Gesellschaft hin. Welche Art von Schicksal ist ihren Erbauern wohl widerfahren? Das finden wir heraus. Latri schreitet zur Tat. Stattdessen gucken wir mal hier. Industrielles Ödland blockiert auch Bergbaudistrikte. Wobei das Quatsch ist, weil wir sowieso Bergbaudistrikte noch haben. So, die Wirtschaftszone ist noch nicht bestückt, weil uns fehlen noch 2 Büroangestellte. Die werden dann entsprechend unsere Dienstleistungen nochmal erhöhen, wenn die drauf sind. Das dauert noch ein bisschen. Geht etwas schleppend, weil langsame Fortpflanzung, ne? Elfei wachsen langsam. Aber wir machen das Beste draus. So. Halt, Dude. Erst hier bauen. Jetzt fliegt er gerade wieder zurück, glaube ich. Einmal hin. Der Rahmensystem ist ein großer Stern. Ich finde das immer sehr schick, wenn der das hier so... Also die Animationen und Grafiken sind so, schon sehr schön. Sind toll anzusehen. Ich freue mich immer. So. Gebrochene Verbindung. Die Crew der Ingwang hat eine überraschende Entdeckung in Tau Cygni II gemacht. Die verlassenen primitiven Siedlungen, die auch bereits aus dem Orbit gesehen wurden, wurden einst von einer Reptiliengesellschaft bewohnt, die noch immer den Planeten bevölkert. Seither haben sie allerdings all ihre Eigenschaften eines fühlenden Wesens verloren. Bei der Untersuchung, wie diese Kreaturen von einer Agrargesellschaft, die ihre eigenen Werkzeuge produziert, zu reinen Bestien überging, hat Latri Morningdale einen unerwarteten Fund gemacht. Die bestatteten Überreste der in der Siedlung belebenden Reptilien enthalten ein Organ, das bei heutigen Arten dieser Spezies nicht zu finden ist. Tests haben gezeigt, dass diese Organe von einer völlig anderen Spezies sind, eine Art Neuralsymbiont, der über externe Anhaftung an der Wirbelsäule mit dem Hirnstamm des Wirts verbunden ist. Diese Symbionten könnten noch immer in den heißen Quellen der Planetenüberfläche gefunden werden. Es scheint, dass die Verbindung zwischen den beiden Arten erst dazu geführt hat, dass sich die Reptilien zu fühlenden Wesen entwickelt haben. Was diese Symbiose dann später unterbrochen hat, bleibt jedoch unbekannt. Latri Morningdale bittet um Erlaubnis, diese bemerkenswerten neuralen Symbionten näher zu untersuchen. Das ist interessant. Irgendwelche Symbionten, die offenbar das Denken erweitern. Naja, für weise Wesen wie die Elfei ist das sicherlich nicht unbedingt notwendig, aber naja, mehr zu wissen als andere und schneller zu denken als andere kann nicht schaden, würde ich sagen. Also, wir studieren das genauer. Studium des Neuralsymbionten. Gute Latri, hoffentlich geht das nicht schief. Wir werden es sehen, liebe Freunde. So, Bergbaudistrikt gleich fertig. Dann können wir jetzt auch anfangen, hier eine archäologische Stätte auszugraben. Haben wir denn einen Anführer, der das gut kann? Nein, haben wir nicht. Wir können noch keinen kaufen, der es kann. Schade. Wir könnten ja einmal gambeln. Neuralsymbionten. Wissenschaftsoffizier Latri Morningdale hat ihre Studie bezüglich der Neuralsymbionten beendet, die auf Tau Cygni II zu finden sind. Diese schneckenförmigen Lebewesen bestehen größtenteils aus einem komplexen Gehirn und in einer widerstandsfähigen Proteinhülle. Mit anderen Worten, ja, ein Anpapphirn sozusagen. Also so, man nimmt es und bappt es sich dran. Das Hirn. Trotz ihrer neurologischen Fähigkeiten machen der Mangel an äußeren Organen und die eingeschränkten motorischen Fähigkeiten jegliche Kommunikation äußerst schwierig. Nach wochenlangen Fehlschlägen schafft es Latri Morningdale, den Symbionten an einem Tierwirt zu befestigen. Da die Reptilien, die diese Neuralsymbionten einst zu einer primitiven Gesellschaft auf Tau Cygni anhoben, zu aggressiv sind, wurde zur Erleichterung des Experiments eine Anzahl von Ersatzspezies der Oberfläche getestet. Bedauerlicherweise verband sich kein Symbiont mit einem der angebotenen Tiere. Wissenschaftsoffizier Latri Morningdale hat die Hypothese aufgestellt, dass die Symbionten nur eine bestimmte Art von Wirt akzeptieren und noch wichtiger, nur einen Willigen. Um weitere Fortschritte zur Aufdeckung dieses Geheimnisses zu machen, hat sich Latri Morningdale selbst dafür angeboten, die Rolle des Beobachters zu überschreiten und sich selbst als Wirt eines Neuralschleims anzubieten. Wenn diese Symbionten in der Lage sind, wilde Tiere zu einer Agrargesellschaft zu entwickeln, was werden sie dann bei uns auslösen? Genau das ist es! Sie werden uns noch schlauer machen! Wir werden das ausprobieren. Das probieren wir. Eine pragmatische Herangehensweise ist besser für die Wissenschaft. Auf jeden Fall.
mehr zu wissen als die anderen. Wissen ist Macht. Absolut. Wir machen das. Und jetzt stirbt sie. Das wär's jetzt. Na, es passiert nichts. Okay. Neurale Symbiose! Oh mein Gott, die Augen fangen an zu leuchten. Wissenschaftsoffizier Latre Morningdale ist erfreut, berichten zu können, dass ihre Verbindung mit dem Symbionten ein Erfolg war. Nach einer anfänglichen Periode von Verwirrung und leichtem Unbehagen berichtet Latre Morningdale nun merklich erhöhte intellektuelle Fähigkeiten, wenn es darum geht, komplexe Aufgaben zu lösen. Noch beeindruckender ist die Tatsache, dass Latre Morningdale jetzt in der Lage ist, gedanklich mit der schneckenähnlichen Kreatur zu kommunizieren, die frisch an ihren Hirnstamm angehangen wurde. Die Symbionten sind Schwarmbewusstsein mit Lebensspannen von Hunderten von Jahren. Sie behaupten, dass ihre frühere Vereinigung mit den Reptilien auf Tau Cygni zu Ende ging, als ihre Wirte unwissentlich misstrauisch ihnen gegenüber wurden. In Wutanfällen begannen die Reptilien, ihre Symbionten abzureißen und sie zu Tode zu schlagen. Die Symbionten, die Überlebten, zogen sich von den Reptilien zurück, woraufhin sich diese ohne die neurale Stimulation ihrer Schnecken in nicht fühlende Wesen zurückentwickelten. Die Symbionten bieten an, ihre Verbindung mit mehr Elfei im Königreich der Elfei anzubieten. Sie fordern jedoch, dass nur Willige ihre zu ihren Wirten werden. Okay, öffnet unsere Herzen und Hirnstämme für sie. Oh mein Gott. Ja, das machen wir. Wir steigern unser Wissen. Wir werden die Hirnschnecken an uns lassen. Was bedeutet das? Die Hirnschnecken bappen jetzt hier bei den Leuten, bei vereinzelten Leuten am Hirnstamm dran. Das bedeutet jetzt hier zum Beispiel bei Corredor Amrenstil, unserem Gouverneur, der hat einfach jetzt 10% mehr Baugeschwindigkeit und unsere Forschung ist erhöht in den Sektoren, wo der mit dabei ist. Und in einem kleinen Gebiet auf der Oberfläche von Tau Cygni 6a wimmelt es von beeindruckenden Gebäuden, was zu einer Untersuchung einlädt. Dann schau mal, Latri. Die ist jetzt wahrscheinlich so schlau, wahrscheinlich kann die jetzt durch Wände gucken oder sowas. Ja, fall mir nicht ins Wort, ich will vorlesen. So, der hier ist jetzt schneller beim Forschen, schneller bei Anomalien und schneller beim Entdecken. Also, die sind jetzt extrem gut hier, die Forscher. Die gehen jetzt schon gut klar. Genau wie der. Oh, das ist cool. Das lesen wir gleich. Der hat jetzt einfach zweimal Forschungsgeschwindigkeit Anomalien plus, das deckt sich, das sind einfach 50%. Der hier ist sogar Psioniker und hat noch. Alter Schwede. Wir haben tolle Leute hier, echt gut. Home to buried decrepit buildings, Alderamin 5b used to be inhabited by a forgotten civilization. It is unclear how far the civilization advanced, though it is believed it has never gotten beyond the age of swords and spears. Large broken down stone buildings, half buried palaces and crumbling walls were found, but no sign of steel or any advanced building material. How the life of such a young civilization was snuffed out is unclear. Okay, da ist eine Zivilisation gewesen, die sich noch in einem primitiven Stadium gefunden hat und dann ausgelöscht wurde. Und wir wissen nicht warum. Naja, wir könnten jetzt vermuten, auf dem Planeten Sol lebte eine zweite Spezies. Nein, nicht auf dem Planeten Sol, auf dem Planeten Elfaia, wo die Elfe ihre Heimat haben, lebten auch mal zwei Spezies. Die zweite hat sich auch selbst ausgelöscht. Wer weiß, vielleicht haben die sich umgebracht. Und haben sich gegenseitig abgeschlachtet. Für Ressourcen, für sonst irgendwas. Das wäre nicht das erste Mal, dass eine Rasse sowas tut. Hollowed Asteroid. Our science ship has found a strange asteroid during its survey of the system Chi Draconis. The asteroid, now named XGR-784, is hollow. Not only just that, it looks like it has a small hole in it. That is something got in and hollowed it out. Or something got out that used to be inside. Okay, wir wissen nicht, ob das ein riesiges Ei war oder ob irgendwas von außen reingekrochen ist, aber es ist sehr interessant für die Physikforschung. Tja, meine lieben Freunde. Und mit diesen Erkenntnissen über die Wissenschaft, über fremde Wesen und der Verbundenheit mit der Hirnschnecke werden wir die heutige Folge auch wieder beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir haben wieder kleine Fortschritte gemacht. Wir werden hoffentlich unsere Beziehungen zu unseren nicht ganz so freundlichen Nachbarn weiter ausbauen können und hoffentlich irgendwann einen Bund des Friedens und der Freundschaft eingehen. Bis es soweit ist, wünsche ich euch auf jeden Fall eine gute Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne ein Däumchen da. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr den Kanal natürlich auch gerne abonnieren. Ansonsten werde ich mich jetzt zurückziehen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Und ciao, ciao.